Man, that was a good sleep. How was yours, babe? I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Oh, hast du schon mal von der Pipi-Stillspirale gehört? Ja, Babys werden natürlich nachts wach, weil sie stillen möchten und Hunger haben. Aber auch wenn Babys nachts mal müssen, wechseln sie in eine leichtere Schlafphase, werden unruhig oder wachen sogar ganz auf. Bietest du als Reaktion die Brust an, erleichtert sich dein Baby wahrscheinlich in die Windel und wird dann auch erstmal wieder zur Ruhe kommen. Aber du gibst natürlich oben wieder was in den Verdauungstrakt rein. Das heißt, über kurz oder lang ist die Blase wieder voll und dein Baby wird nachts wieder aufwachen. Und so beginnt der Kreislauf wieder von vorn. Wenn du also das Gefühl hast, dass du in dieser Pipi-Stillspirale gefangen bist und überhaupt keine ruhige Minute nachts mehr hast, weil du nur noch stillst, dann könntest du versuchen, anstelle der Brust zunächst erstmal das Töpfchen anzubieten und deinem Baby das Angebot zu machen, außerhalb der Windel frei auszuscheiden. Das Abhalten ist in Deutschland auch unter den Begriffen Ausscheidungskommunikation, Windelfrei oder Töpfchen-Teamwork bekannt und bedeutet, dass du dein Baby in seinem Ausscheidungsbedürfnis siehst und ihm hilfst, sich außerhalb der Windel zu erleichtern. Das Töpfchen-Teamwork kann nicht nur deinen Nachtschlaf verbessern, sondern euch auch noch in vielen anderen Alltagssituationen mit Baby Entspannung bringen. Ich bin übrigens Dr. Britta Alps, promovierte Biologin und Mama von einem Windelfrei-Baby. Folge mir für mehr Wissen rund ums Töpfchen-Teamwork ab Geburt.